Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Jetzt habe ich 10.000 Eisen zusammengefarmt, ein bisschen Titan gefunden, habe meine Mining-Maschine links vor mir stehen und es wird Zeit, dass wir uns ein kleines Kriegsschiff bauen, um uns endlich in den ersten Kampf zu stürzen, um langsam an Loot zu kommen. Also gründen wir unser nächstes Schiff. Oh Mann, immer diese Namen. Und mir fällt schon wieder nichts ein, also nehmen wir irgendetwas. So, gehen wir wieder mit B in unser Baumenü und bauen eigentlich fast genau das gleiche, was wir hier vorne haben, nur ein bisschen anders, ein bisschen größer. Und ich will gar nicht viel aufs Bauen drauf eingehen, vieles davon kennt ihr. Jetzt gehe ich natürlich, oder habt ihr gesehen, kennt ihr, wenn ihr es schon gespielt habt. Ich habe ein bisschen Titan gefarmt und ich werde jetzt einen Titangenerator bauen, weil ich ein bisschen mehr Strom in diesem Schiff haben möchte, weil ich nicht nur zwei Waffen, zu Anfang habe ich nur zwei Waffen, werde ich nur zwei Waffen draufbauen, aber mit der Zeit werde ich mehr Waffen draufbauen und deswegen brauche ich mehr Strom. Also werde ich jetzt einen kleinen Titangenerator bauen und könnte natürlich, ups, ich habe mich das Falsche rausgezogen, einen Titangenerator, ich könnte natürlich noch einen etwas anderes dazu bauen, dass ich halt eine kleine Hülle habe oder ein kleines, ja, wie gesagt, widerstandsfähige Steine gegen Schuss, aber das brauchen wir zu Anfang eigentlich nicht. So, jetzt werde ich erstmal bauen und wir sehen uns dann gleich wieder, weil das Bauen des Schiffes möchte ich jedem selbst überlassen und ich möchte nicht sagen, hey, das ist das beste Schiff und besser kann man nicht bauen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Schiff gebaut habe und dann stürzen wir uns in unseren ersten Kampf. So, jetzt habe ich mir ein kleines Kriegsschiff gebaut. Nicht wirklich dolles. Einen kleinen Generator in der Mitte, der einmal runter geht. Dann natürlich die Düsen, die da drunter, jeweils hier drunter sind. Und hinten mein Antriebswerk, wo ich nochmal eben kurz darauf eingehen werde. Ich habe das natürlich mich eingefärbt. Jeder hat von Anfang an ein paar Farben. Dementsprechend sucht ihr eine Farbe aus, klickt oben das an und könnt euch dann einfärben, wie ihr wollt. Hinten, um das so schön hinzukriegen, wie ich es habe, beziehungsweise darunter sind ganz normale Leuchtblöcke und die sind dann einfach farblich angepinselt. Somit ist mein Triebwerk ja andersfarbig anstatt dem normalen Gelb, wie es von Anfang an immer sonst ist. So, jetzt werden wir uns. Oder werde ich mir eben schnell noch ein paar Typen kaufen, weil Schießen ist ja wirklich nur mit Crew möglich. Dann werde ich meinen Miner hier stehen lassen, weil der ist hier wirklich sicher. Hier kann ich mich auslocken, ohne dass irgendwas passiert. Langsam an das Dock daran fliegen. Und da ich die Crew von dem Miner eh bezahlen muss, beziehungsweise mittlerweile eine zweite Crew habe, aber noch in 100 zu 21 Minuten muss ich die Crew von meinem Miner bezahlen, wird mich ein paar Credits kosten, noch habe ich 2000 und in 180 Minuten muss ich die Crew von dem hier bezahlen. Da ich jetzt aber erst mal die Crew kaufen muss, wird wieder ein paar Credits weggehen, unter anderem und ich werde ja eh in den Krieg gehen oder ich werde eh ein bisschen ein paar Schlachten machen. Daher werde ich auch wieder Credits und Materialien reinkriegen, die ich verkaufen kann. So, jetzt kaufen wir uns erstmal das, was wir brauchen. Ich brauche nur zwei Mechaniker, das finde ich super. Habe ich hier nicht. So viele will ich gar nicht. Nehme ich vier. Habe ich noch zwei, die ich erstmal über habe, die werde ich auch mitnehmen, weil ich definitiv mehr Gunner brauche, als ich möchte. So, vier Stück werde ich mir kaufen. Zwei bräuchte ich eigentlich nur, um, oder drei bräuchte ich eigentlich nur, um meine Gun zu benutzen. Ich überlege mir gerade, ob ich mir noch, kann ich mir eh nicht, kann mir eh keinen weiteren mehr dazu kaufen. Also werde ich es da lassen. Hab noch zwei, die ich nachher noch zuweisen könnte, wenn ich mehr Waffen bekomme. Aber jetzt werden wir uns erstmal ein paar Gegner suchen. Jetzt sind natürlich unsere Waffen aktiv.
und schießen können wir nicht wirklich viel mit unseren beiden Waffen, aber es ist ausreichend. Und jetzt werden wir uns unsere ersten Gegner suchen und im schlimmsten Fall werden wir dafür auch in einen anderen Sektor springen, weil hier ist es im Moment recht ruhig und dadurch, dass es natürlich in unserem Startgebiet recht ruhig ist, habe ich eine Möglichkeit, immer mich irgendwo sicher auszulocken. Und ich glaube, wir werden jetzt in einen anderen Sektor springen. Ich werde ein paar Gegner suchen und dann werden wir uns mal ins Geschehen stürzen. Hier habe ich einige Quests, die ich auf jeden Fall abgrasen muss in der nächsten Zeit. Ansonsten werde ich auch nicht in die Mitte kommen. Ihr müsst die Quests machen, ihr müsst bestimmte. Wie gesagt, ihr müsst ungefähr 9 Bosse, Endbosse töten. Wenn ihr die nicht getötet habt, bekommt ihr nicht diesen Portalstein, dass ihr nachher auch in die Mitte kommt. Aber so viel will ich gar nicht triggern. Quests machen, wie gesagt, ist wichtig. Und wenn ihr Quests aufpoppen seht, so wie jetzt, ist es eigentlich für mich, ich würde mich jetzt in eine Richtung des Questes vorgeschlagen. Ich würde mal sagen, wir gehen zu dem Quest rüber. Und wir springen in den Sektor als allererstes. Weil da, wo grüne Punkte sind, da kann ich mir sicher sein, dass da irgendetwas ist. Dass wir da auf jeden Fall auf eine Zivilisation stoßen werden. Ob sie nun freundlich ist, das werden wir sehen. Ich bleibe erstmal für mich. Das ist in Ordnung. Die wollten mich auf eine Sache einladen. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Darauf werde ich später noch kommen. So. Hier sind auch keine roten Punkte, die hier irgendwo aufpoppen. Was natürlich für uns immer noch gut ist. Wir könnten jetzt noch farmen. Wir haben auch noch gut Ressourcen. Also wir haben auch noch gut Eisen und Titan über. Wir haben nicht ganz so viel Credits. Und zwar, wenn wir in Krieg gehen, können wir jederzeit reparieren. Natürlich, wir müssen außerhalb des Kampfes sein. Und wir müssen die Ressourcen, die Materialien auf der Hand haben. Deswegen ein bisschen mehr farmen. Ungefähr bis 10, bis 10.000 Eisen. Dann könnt ihr recht lange kämpfen. So, wir werden noch ein bisschen weiterspringen in Richtung des Quests, aber am liebsten durch die Sektoren. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht eins von diesen, was man hier auch hat, ein Portal kriegen werde. Ich werde hier reinspringen. Jetzt berechnet der Computer die Route, hat er berechnet und jump. So, wieder eine recht ruhige Ecke. Und ich würde sagen, ich suche jetzt einfach ein paar Gegner. Und wenn ich ein paar Gegner gefunden habe, sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Oha, dieser Sprung ging nicht dahin, wo ich hin wollte. Naja, eigentlich ist es schon da, wo ich hin wollte. Hier ist meine Mission oder hier ist die Mission, das Ausrufezeichen, was ich hatte. Das heißt also, ich muss hier. Das da unten ist wahrscheinlich der Boss. Ja, der Plünderer. Das ist eigentlich nicht so ein Kampf, in den ich mich jetzt reinstürzen sollte. Also ich würde jedem empfehlen, bei sowas zu anfangen, erstmal wegzufliegen, sich ein bisschen aufzubauen. Aber ich werde es jetzt riskieren. Solange die nicht alle auf dem Haufen sind und ich sie einzeln erwischen kann, kann ich da Damage drauf machen und kann auch hoffen, dass ich da ein bisschen was runtergesägt kriege oder einige tot kriege. Aber wenn die auf der Masse sind, dann habe ich keine Chance mehr. Jeden, den ich jetzt tot kriege, ist natürlich Loot und der erste ist weg. Das ist schon mal gut. Hat uns aber nichts wirklich gedroppt. Nochmal reinschießen. Wir müssen natürlich die Sachen zerschießen, um zu gucken, ob irgendwo da haben wir eine Sache. Was auch immer, was es ist, das ist besser als gar nichts, weil wir haben überhaupt nichts. Mal eben kurz drüber fliegen. Ein Scanner. Ja, der Scanner bringt uns wohl zu Anfang nicht wirklich viel. Radarreichweite. Auf, nee, sparen wir uns, weil es zieht alles Strom. Und so viel haben wir auch nicht. Und hier sind echt ein paar große Sachen unterwegs, die uns langsam näher kommen. Ich überlege gerade, wo ich am besten längs fliege. Ich fliege nochmal den Weg zurück. Hier sollte ich mit denen sollte ich mich echt nicht anlegen. Ich kann auch nicht wirklich reparieren.
da meine Credits, da ich durch dieses eine Portal geflogen bin, recht mies sind. Aber wollen wir mal einfach hoffen, dass ich nicht so viel Schaden kriege. Unten das Grüne ist mein Lebensbalken. Und ein bisschen getroffen wurde ich bis jetzt, aber noch nicht wirklich viel. Und solange sie mir keine Waffe runterschießen, ist eigentlich alles okay. Oh, jetzt krieg ich Damage. Und jetzt sollte ich auch langsam weg, weil das tut echt weh, das tut mega weh. Ich muss hier weg. Oha. Alles klar, ich habe glaube ich eine Waffe verloren. Die irgendwo da hinten schwebt und da muss ich gleich auch nochmal hin. Da schwebt nämlich noch was Grünes. Verdammt, Darks, das tat richtig weh. Und rappen werde ich mich nicht können. Nee, weil mir fehlen dafür einfach die Credits. Alles, was an Blöcken zerschossen ist, werde ich nicht wiederbekommen. Alles, was nicht an Blöcken zerschossen ist, werden meine Mechaniker reparieren. Okay, da ich nur noch eine Waffe drauf habe, ich werde sie jetzt ein kleines Stück hier rüberkommen lassen. 11 Kilometer sind sie entfernt, ungefähr ab 7 Kilometer, 6 Kilometer können sie schießen. Wobei der 11 Kilometer entfernt ist, wie weit ist der? 7 Kilometer. Mit einer Waffe sollte ich mich mit dem nicht anlegen. Ich glaube, ich werde mir jetzt einen Sprung hier suchen und werde mal eben hier wegspringen. Sollte noch ein bisschen leveln, weil das ist echt heftig und da würde ich bald drauf gehen. So, Gott, wo springe ich hin? Ich springe sicher ins Grüne. Oha, aber das muss ich mir merken. Ich muss mir das mal eben kurz hin in den Notiz setzen. Hier ist ein Boss. Und den sollte ich natürlich, wie gesagt, der eine Plünderer, der hier rumspürt, den sollte ich töten. Weil es kann sein, es muss nicht sein, es kann sein, dass der ein Item droppt oder einen ganz bestimmten Loot für mich droppt. Und den brauche ich. Oh, hört auf, mich zu beschießen. Ich will nur noch mal gucken, ob meine Waffe hier irgendwo liegt. Nee. Und diesen Loot brauche ich, um ein Portal später zu öffnen. So, ich werde jetzt hier wegschüpfen. Hab alles berechnet und tschüss. Aha, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ja, so viel zu leichteren Gegnern. Ich bin in das nächste Gebiet gesprungen und habe schon wieder 10 Schiffe. 8 Schiffe, 6 Schiffe. 6 Schiffe, oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich sollte hier weg. Weil jetzt ist noch eine kleine Gruppe von Alien-Schiffen aufgetaucht. Die ist da oben. Jetzt könnte ich natürlich mir erstmal angucken, was passiert. Ob diese Alien-Schiffe die Schiffe angreifen, ist natürlich sehr toll für mich. Wenn die natürlich in Krieg fallen, könnte ich jetzt von hinten vielleicht doch mitmischen. Also, ich muss natürlich aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass die da oben... Ja, die Xotan stehen für mich natürlich neutral, aber sobald ich denen zu nahe komme, werden die auch rot und werden auch mit auf mich schießen, beziehungsweise erstmal haben die ihr Ziel. Und ich sollte mich so positionieren, dass ich definitiv keinen weiteren Schuss abkriege. Oh Gott, von unten kommt auch noch was, das darf ich nicht vergessen. Aber vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Loot abgreifen. Da ist schon was gedroppt. Oh, zwei Sachen sogar. So, jetzt lasse ich erst, gucke ich erstmal, wo die anderen sind. Und lasse erstmal die Zotern. Ah, man könnte sich natürlich versuchen, einen alleine zu nehmen, aber ich habe wirklich kein Leben dafür und das ist mir zu viel Risiko. Und da ist sehr viel. Ich glaube, ich fliege erstmal meine Runde. Man könnte natürlich jetzt einfach mit Schub und Kamikaze durch, aber. Meine Mechaniker reparieren ganz gut gerade und ich kriege langsam ein bisschen Hülle dazu, was okay ist. Ein paar Blöcke können sie nicht mehr reparieren, die sind kaputt. Aber solange ich Hülle dazu kriege, ist alles super. Und ich bin der Fiese, der von der Seite kämpft. Das Problem ist, ich muss die Xotan nachher genauso töten. Die werden dann als letzte überbleiben und mich angreifen. Also muss ich das so langsam alle bearbeiten und am besten irgendwie auf 1% runterschießen oder auf 2% dann langsam oder auf 10% dann langsam die Zotan bearbeiten und dann zum Schluss die Zotan töten und den Bandit, den ich dann runtergeschossen habe,
am besten hinterher. Das heißt, ich sollte mal langsam eine Zotan-Drohne wegnehmen. Kann ich auch langsam an meinen Loot da oben ran. Unten explodiert gerade irgendwas. Oben explodiert irgendwas. Oh Gott, und ich bin das einzige Ziel, was jetzt noch über ist. Dann hole ich mir mal eben kurz die Sachen. Oh Mann. Wieso sind denn jetzt schon alle Zotan tot? Das kann doch nicht sein. Das ist echt schlecht. Zwei, die recht nah zusammen sind und die werden auch nicht mehr großartig auseinanderfliegen. Ich sollte den vielleicht eben nochmal probieren. Das ist echt viel Risiko, was ich hier gerade eingehe. Ich bin fast tot, ich habe noch genug Schub, also im schlimmsten Fall kann ich nochmal wegfliegen. Aber das ist eigentlich schon viel Risiko. Wenn hier jetzt noch ein Boss dabei wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Dann würde ein recht starker Mob hier rumschwören. Oder ein recht starkes Raumschiff. Das sind alles nur Banditen, sind keine Plünderer. Ah, und ich darf nicht so nah ran. Wenn die mich treffen, tut das weh. So, den haben. Können wir. Oh, ich hoffe, dass sie mir keine Waffe mehr runterschießen. Wenn sie mir jetzt noch eine Waffe runterschießen, dann wird es echt problematisch. Ich muss erst 30 Sekunden warten oder 20 Sekunden warten, bis ich sie wieder aufsammeln darf. Und nur mit einer Waffe. Ja, das ist echt fies, come on. Echt schöne Schüsse getroffen. Ich glaube, dem habe ich die Waffen disabled, sonst würde er schon lange schießen. So, da mal reinlooten. Und jetzt ganz schnell um den da kümmern, bevor der wirklich auf uns ballert. Großartig. Juhu. Sauber. Cool. Haben es doch geschafft, hier alle zu töten. Echt kein Leben mehr. Kaum Credits. Ist auch nicht wirklich viel gedroppt von denen. Und keine Waffen gedroppt, das ist echt fies. Trotzdem werde ich jetzt nochmal in die Wrackteile reingucken, ob ein Gold drin ist oder ob da noch ein paar Sachen zum Looten drin sind. Aber sieht nicht so aus. Werden wir die anderen Sachen noch aufheben. Das ist super, Schildbooster zu bekommen, vor allen Dingen, da man zu Anfang ja eh keine Schilde hat. Finde ich das toll. Aber ist reiner Cash. Das ist so gesehen reine Credits und die Credits brauchen wir eh. Und was ist das? Auch nochmal ein Schildbooster. Nein, ein Waffen-Gadget. Sehr cool. Endlich mal was Vernünftiges. Militärwaffen plus 1. Sogar noch super cool. Werde ich auch reinnehmen. Benutzt natürlich ein bisschen Strom, aber ist uns egal. Den Rest werde ich verkaufen, obwohl der Radarscanner ganz lustig ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die roten Punkte hier oder grünen Punkte auf der Entfernung. Hier oben ist sogar ein Händler, ein mobiler Händler, das ist sehr cool. Mal ein bisschen näher ranfliegen. An dieser kleinen Karte, die hier nebenan ist, erkennt ihr, dass ihr da eure Gadgets oder diese Upgrades verkaufen könnt. Oh Gott, ich will nicht in ihn reinschwören, ich bin echt schnell unterwegs, weil er bremst gerade. Upgrades kaufen und verkaufen. So, das, das, das und das. Und schon haben wir ein bisschen Credits, dass wir auf jeden Fall unsere Crew bezahlen können. Haben Ruf natürlich bekommen bei der Fraktion, weil wir Sachen verkauft haben. Könnten jetzt auch unser Schiff reparieren, was sehr cool ist, was wir auch machen. Kostet uns natürlich ein paar Credits und die paar Materialien, die kaputt geschossen sind, aber wir haben natürlich dementsprechend genug vorgefarmt, dass wenn sowas passiert, dass wir uns reparieren können. Jetzt werde ich nochmal eben kurz die Waffe oder die eine Waffe umsetzen, weil ich die ganz gerne. Oh, wir haben doch eine weitere noch bekommen. Alles klar. Weil ich die ganz gerne da hätte und die nächste dann da.
Cool. Genau, jetzt brauche ich Kanoniere. Aber ich war ja, ich hab ja Gott sei Dank mehr gekauft als ich oder mehr mitgenommen als ich brauchte. Es ist zwar noch bei 100%, aber ich werde einen weiteren zuweisen, weil ich weiß, oder ich werde sie, könnte sie auch beide zuweisen. Nee, ich werde nach unten einen zuweisen, den brauche ich ja, den Unteroffizier, weil ich ja mittlerweile so viel Kanoniere habe. So, bevor ich jetzt auslocke, bevor ich jetzt eine kleine Pause mache, werde ich noch eben schnell dieses Schiff versichern, was ganz wichtig ist. 5.000 kostet es mich, um das Schiff zu versichern. Ich werde auf jeden Fall das Schiff versichern, weil ich kriege, wenn dieses Schiff zerstört werden sollte, kriege ich 18.000 Credits und ich kann meine Waffen jederzeit natürlich wieder looten gehen. So, das war unser erster kleiner Krieg. Eigentlich ein bisschen zu heftig, nach meinem Geschmack. Also ich wäre kleineren gegangen. Ich wäre wahrscheinlich, hätte mir Piraten rausgepickt, die in so einem Sektor wie hier angegriffen hätten. Aber war eigentlich ganz lustig. Also wir sind fast drauf gegangen und es hat echt Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen farmen, weil ich brauche wieder ein bisschen Eisen, ich brauche wieder ein bisschen Titan und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich so, ich nehme mir gerade vor, 15.000 Eisen und ungefähr 2.000 Titan zu farmen. Dann werde ich wahrscheinlich die Mining-Maschine abreißen und werde die ganzen Materialien, die natürlich, die ich rauskriege, mitnehmen. Werde natürlich auch die beiden Miner in mein Schiff reinsetzen oder erstmal in mein Inventar reinsetzen und werde langsam anfangen, diesen Sektor zu verlassen und langsam Richtung Mitte vorzukämpfen. Da wir mittlerweile ja kämpfen können, wir einiger oder ich einigermaßen etwas um mich herum erkundet habe. Und ich immer noch diesen Boss vor mir habe, den ich auf jeden Fall machen werde. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen farmen, werde hier unten in dem Gebiet, wo ich durchgesprungen bin, relativ viele Asteroiden hatte, werde das Ganze noch ein bisschen abfarmen und werde mich dann langsam Richtung Mitte begeben, dass wir uns auf jeden Fall langsam aus diesem Eck wegbewegen, den ersten Boss machen und langsam Richtung Mitte gehen. Ich danke fürs Reinschauen, Leute. Lasst mir einen Kommentar da und man sieht sich. Ciao.